YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog hier auf meinem Channel. Heute bin ich mal wieder mit meinem BMX in meinem Homepark, und zwar in Oberasbach. Letztes Mal war ich schon hier, da habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, weil ich hatte einen fetten Mountainbike-Trip die letzten 4 Tage. Und heute kann ich ein bisschen mehr ballern. Ich hatte Schiss, dass ich mich verletze letztes Mal, deswegen ist egal. Die Videos dazu kommen auf jeden Fall auch noch die Tage online. Nein. Aber ich bin jetzt hier auch spontan heute mit Flo ins Skatepark gefahren und fahre wieder ein bisschen BMX. Und es ist so ein krasser Unterschied, wenn man vom 29 Zoll Rad auf ein 20 Zoll Rad zurückkommt. Also ja, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen einfahren. Mal schauen, was heute geht. Tablet wäre natürlich nice. Und vielleicht der ein oder andere Flip. Ich würde sagen, aufwärmen, einfahren. Let's go. When I kiss you, I get a spark. Your body a work of art. Horny thoughts after dark. Used to stay up late to just talk. We was moving fast, trying not to get caught. And your skin so soft, let me open up your heart. Cause life too short till death do its part. Knew it from the start, you be the one I'm pushing carts with. In the supermarket, you know I love the star shit. Took you to my crib, eating ackee and some sawfish. Breakfast in the morning, making waffles and some sausage. Yeah, you blow my mind like a Nintendo. Hey Leute, ich glaube, ich bin warm, wie man sehen kann. Ja, mein Helm tropft noch nicht. Aber ey, so eine Hitze heute, krass. Aber an sich bin ich zufrieden mit dem Einfahren. Ich würde sagen, ich springe jetzt mal die Jumpbox an, mache ein paar kleinere Tricks. Ich würde heute extrem gerne die flippen, aber die letzten Tage nur Big Bike gefahren. Dann dieses Minibike. Crazy. Aber ja, machen wir erstmal einen hohen Sprung, würde ich sagen, oder? Let's go! Niedrig, aber in Ordnung. Yeah, let's go! Ich bin gerade einfach bei der Landung von meinem Lenker gerutscht, weil meine Finger so schwitzen. Wie viel Grad haben wir? 27 bestimmt. Ja. Also in der Sonne bestimmt 30. Richtig warm. Aber war in Ordnung, halt, ich war nicht ganz drüber. Ich mach mal No-Foot. Also guter Trick, falls ihr das noch nicht wusstet, ich denke die meisten Biker kennen es. Einfach ein bisschen Sand nehmen, auf die Griffe schmieren, ein bisschen in den Händen reiben. Hat mal wieder ein bisschen mehr Grip. Ich bin gerade echt einfach so nach vorne durchgerutscht beim 360. Machen wir nochmal kurze Jumpbox-Session. Ich will mal ein X-Up machen. No-Foot nochmal. Lass dich überraschen, Leute. Let's go. Brauchst du den Double-Flip? Drauf. Jo! Der war clean, Alter. Ich lebe ja nur einmal, ne? Oder? Ja, genau. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas Cooles, aber ja, man lebt nur einmal. Ja, man lebt einfach nur einmal. Perfekt. Stell dir mal darüber. Yo! Nice! Gleich nochmal, komm. Du wärst fast gestorben, Junge. Oh, let's go. Nice, Mann. Endlich auch den Flip hier im Homepark, Alter. Richtig strong of heart. Boah, der zweite war ein bisschen zu kurz. Bisschen zu langsam, ne? Ja, aber du bist gerade noch so rumgekommen, ey. Oh, nice. Weißt du was? Alle guten Dinge sind 3, oder? Ne, let's go. Jetzt machst du noch einen richtig schön. Let's go. Ich wollte was fragen. Ich habe schon gesehen, du hast YouTube-Kanal. Ja. Willst du einen Backflip machen und ich mache einen Frontflip? Fahr du am besten vor. Okay. Und ich komme hinterher. Alles klar. Let's go. Let's go. Yay! Das war sauber, Alter. Nice. Yeah. Endlich auch auf hart mal wieder den Backflip gemacht. Das heißt, jetzt muss ich heute noch Tailwhip ballern, Junge. Let's go! Jetzt machen wir ein paar Tailwhips. Ich habe letztes Mal, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Versuche das waren. Über 40, ne? 40 Versuche, bis er geklappt hat. Mal schauen, ob er diesmal besser wird. Puh! Yo! Klaus, war der bitte! Ja! Nee.
Was hast du gemacht? Ich hat's rausgehebelt. Oh no, alles okay? Ja. Ich konnte nur nicht bremsen. Verpiss dich, Mann. Geht's dir gut? Ja. Ah! Oh. Feel good? Also ich finde den Tailwhip auf dem Dirtbike so viel leichter, weil das BMX so krass schnell sich dreht. Also, keine Ahnung, ob es nur daran liegt, aber mit dem Dirtbike drehe ich den so smooth, zack, und springe drauf. Mit dem BMX ist immer so, und es fliegt. Wenn du kleiner bist, du wahrscheinlich im Jump mehr Zeit hast, oder? Ja, kleiner und wendiger einfach. Aber es war natürlich auch ein anderer Sprung. Let's go. Alles okay? Ja. Übel heiß. 16 Versuche bis jetzt. Wie sagt ihr, Versuch Nummer 25 ist es. Bin jetzt schon näher dran als dein Tipp. Ja, wie du leidest, Mann, wie du heute leidest. Erstmal war ich schon confident auf jeden Fall. Ja, das Ding ist, du hättest, glaube ich, zwei stehen können oder so. Und bist ja nicht drauf gesprungen. Aber wird schon. Einen hätte ich selbst stehen können, aber ich überdrehe das BMX immer ein bisschen. Und dadurch fange ich mit einem Fuß, um es zu bremsen. Und dann kriege ich den hinteren nicht drauf. Das ist einfach schön und dann mit beiden drauf. Das ist die Problemanalyse. So ist es. Erstmal was trinken. Was für ein Body. Perfekt. Oh. All good? Ja. Ja, nein! Mann! Eieieiei. Alles gut? Ja! 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 Jetzt! Aber strong! Einfach. Einfach deine scheiß Prediction, ne? Du leidest heute aber komplett, ne? Ja, weil es so warm ist. So vom Fallen her geht's. Wir den noch mal einen schönen haben jetzt. Ja, let's go. Ja! Ja, da du Hund! Da! Ja, Leute, ich bin mega happy. Zwei Stück, richtig, ja, eigentlich gestanden und dann ein bisschen auf den Arsch geflogen. Der letzte jetzt war auch in Ordnung, nur an der Seite runtergefahren. Das ist so anstrengend. Aber macht übertrieben Spaß. Aber einen hast du noch geschafft. Hä? Einen hast du noch clean geschafft. Ja, ich glaube schon. Ich spüre schon wieder im Fußgelenk. Jeder von euch kennt den Struggle. Ich würde sagen, war eine richtig nice Trainingssession. Hat Fun gemacht. Und ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich mit dem BMX wieder hier bin. Aber richtig geil, Alter. Backflip heute einfach gemacht, ne? Komplett krass. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dann zum nächsten Video. Bis dahin. Und... 10 Parabas für euch. Ciao.